Ja, guten Tag, liebe Fußballfreunde, sehr verehrte Damen und Herren der Medien. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz Regionalliga West Meisterschaftsspiel SV Bergisch Gladbach 09 gegen SC Fortuna Köln. Endergebnis 1:5. Und ich bitte jetzt unseren Gästetrainer, Herrn Uwe Koschinat, um die erste Einschätzung, bitte. Ja, vielen Dank. Ja, ich denke, die Geschichte des Spiels selbst, die ist relativ schnell erzählt. Dieses Spiel stand natürlich im erheblichsten Maße unter dem Einfluss der ersten Minute, überhaupt keine Frage. Es war schon eine Zielsetzung von uns, natürlich bei diesen Bodenverhältnissen und unserer eigentlich in der Spielanlage sehr dominanten Art, den Gegner sehr früh unter Druck zu setzen, aber dass sowas in der Form positiv gelingt, das ist natürlich dann schon für uns als Auswärtsmannschaft eine schöne Geschichte, dass wir in der ersten Minute nicht nur mit einzelnen Führungen gehen, sondern direkt auch eine Überzahlsituation haben durch die rote Karte. Das hat uns das Spiel natürlich insgesamt erleichtert. Wir haben, glaube ich, dann in den ersten 20, 25 Minuten sehr aggressiv nachgesetzt. Eine sehr, sehr gute Mischung gehabt aus ordentlicher Ballzirkulation, aber vor allen Dingen sehr, sehr zielstrebig im Spiel. Haben uns in den ersten 20, 25 Minuten eine sehr ordentliche Zahl an Torschancen herausgespielt und waren dann folgerichtig auch relativ schnell souverän in Führung. Natürlich ist es immer so, dass eine Mannschaft, die jetzt zweimal nacheinander verloren hat, so wie wir, und die schon ganz ordentliche Ansprüche in dieser Liga hat, dass die immer nach so einer Negativserie so ein Stück weit mit der Angst möglicherweise leben muss, mit einem Gegentor dann vielleicht auch irgendwo so ein Spiel noch, dass es vielleicht noch kippt. Das war heute trotz des 3-1 nicht der Fall. Wir haben das Spiel dann in der zweiten Halbzeit ganz gut zumachen können und ich denke, für Bergisch Gladbach kam heute, ja, wie soll ich das so platt formulieren, vielleicht irgendwo alle Scheiße zusammen, die zusammenkommen kann, nicht nur die rote Karte, sondern dann nachher noch ein Spieler, der ausfällt aufgrund von Verletzungen, obwohl das Wechselkontingent erschöpft war. Das hat es dann am Ende erleichtert, dieses Spiel zu Ende zu spielen. Ich sage ganz ehrlich, dass wir schon einen gewissen Respekt vor diesem Spiel hatten, weil wir wussten, dass Bergisch Gladbach unter dem Dietmar diese Geschichte hier als richtiges Derby angeht. Aber ich sage es nochmal, das war in vielen Bereichen mit Sicherheit nach einer Minute schon Makulatur. Ich möchte auch noch ein Wort loswerden zu meinen Personalentscheidungen. Man hat ja gesehen, dass ich heute einiges durcheinander gewirbelt habe. Ich habe das auch eben der Mannschaft gesagt, schon im Vorfeld. Das waren zum Teil Entscheidungen, die auf sportlicher Basis gar nicht mal so nachvollziehbar sind. Wenn ich das Beispiel Flottmann nehme, der bis jetzt eine sehr, sehr konstante, gute Saison gespielt hat. Ich hatte allerdings in dieser Woche den Eindruck, dass ich neue Reizpunkte setzen muss, dass das so gut funktioniert. Das ist dann das Glück eines Trainers, aber man muss da tatsächlich sagen, dass unsere gute Position, die wir bis jetzt in der Tabelle haben, dass die mit Sicherheit auch aufgrund der Breite des Kaders zustande gekommen ist und wie die Mannschaft das heute umgesetzt hat, das war schon okay. Ein letztes Wort, auch das möchte ich nicht versäumen, nicht weil ich irgendwo schleimen möchte gegenüber meinem Trainerkollegen, aber ich muss auch ganz klar sagen, das haben wir im Vorfeld gesehen, das was hier in Bergisch Gladbach unter meinem Kollegen geleistet wird, das nötigt mir jedenfalls allergrößten Respekt ab. Ich weiß, ich habe selbst lange Jahre im semi-professionellen Bereich gespielt und teilweise aus dem Anzug auf den Trainingsplatz gesprungen. Ich weiß, wie schwierig das ist, zu konkurrieren mit Leuten, die unter total professionellen Bedingungen spielen können und sich den ganzen Tag nur auf Fußball konzentrieren können. Da muss man ganz klar sagen, hier ist richtig was gewachsen und ich bin persönlich total überzeugt davon, dass Bergisch Gladbach am Ende mit Sicherheit nicht absteigen wird. Denn da steckt zu viel Moral und auch, ich glaube, zu viel Geilheit auf diese Liga drin. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Koschinat, das hören wir gern. Und damit gebe ich zur ersten Einschätzung an unseren Heimtrainer Herrn Dietmar Schacht ab, bitte. Ja, vielen Dank für die guten und netten Worte. Wir arbeiten wirklich unter schlechteren Bedingungen, als du mit deiner Mannschaft arbeiten kannst, aber deswegen haben wir auch natürlich andere Ansprüche. Ja, zum Spiel hätte ich mich heute gefreut, wenn es nach 30 Sekunden abgepfiffen worden wäre. Dann hätten wir einen Punkt gehabt und alle wären zufrieden nach Hause gegangen. Ja, zu dem Spiel selber, der Kollege hat es ja schon gut analysiert und hat es genauso gesehen wie ich. Nach einer Minute war alles über den Haufen geworfen. Die ganzen Besprechungen, die ganze Vorbereitung in der Woche über, was wir uns vorgenommen haben, die Spieler haben sich eine Menge vorgenommen. Sie wollten heute Fortuna Köln hier einen großen Kampf bieten, von der ersten Minute an, wollten alles reinlegen, um Fortuna Köln an Bein zu stellen. Reinzustellen meine ich möglicherweise auch einen Punkt zu holen oder drei halt, je nachdem wie das Spiel gelaufen wäre.
Ja, das war nach einer Minute über den Haufen geworfen. Dann haben wir Probleme gehabt. Die Mannschaft war deprimiert, musste dann schnell eine gewisse Ordnung finden. Wir mussten schnell handeln. Und ja, und dann war natürlich auch das nötige Glück da von Fortuna Köln, dass die Bälle reingingen. Wir machten dann nochmal einen dummen Fehler in der Innenverteidigung, wo wir nicht richtig zum Kopfball hochgegangen sind. Ja, und dann sind wir aber auch noch nicht richtig warm, so, dass man da auch Abstriche machen musste. Dann im Laufe des Spiels hat die Mannschaft sich gefangen, machte dann auch einen Anschlusstreffer, was für die Moral der Mannschaft spricht, haben dann in der zweiten Halbzeit auch lange dieses 0:0 gehalten. Ja, und die Verletzung dann von Fabian Heinen, die hat dann natürlich alles über den Haufen geworfen, als wir nur noch zu 9 auf dem Platz waren. Ja, und zwangsläufig fallen dann noch 2 Gegentore. 5:1 ist natürlich, oh, weiß nicht, so hoch habe ich, glaube ich, in dem Stadtpark noch nie verloren. Uwe, deshalb kannst du auch so schnell trotz der lieben Worte nicht mein bester Freund werden. Das ist einfach nur mein Freund, nicht mein bester. Okay. Weil das tut schon weh, so 5:1 zu verlieren, bin ich ganz ehrlich. Und ja, jetzt heißt es in dieser Woche, ist jetzt nicht der Harte, die die Schacht gefordert, sondern ist mehr der Psychologe gefordert. Ich muss die Jungs aufbauen, die saßen sehr deprimiert in der Kabine, waren natürlich ziemlich down. Gut. Manchmal ist so eine Niederlage auch heilsam, dass jeder wach wird, dass jeder weiß, Moment mal, er muss sich noch in gewissen Bereichen verbessern. Wir müssen weiter hart arbeiten. Und mir und allen anderen hier war, glaube ich, auch klar, dass es von der ersten Minute an nur um den Klassenerhalt geht. Jetzt sind wir natürlich richtig im Abstiegskampf drin. Jetzt sind die Tugenden gefragt, die dort gefordert werden und gefordert sind. Und da müssen wir alle an einem Strang ziehen und wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Das habe ich den Jungs auch gerade, ich habe sie gerade in der Kabine nochmal zusammengerufen, habe ihnen auch dasselbe gesagt. Gemeinsam sind wir stark, das haben wir bisher bewiesen. Und für uns geht die Welt nicht unter. Es ist traurig, es ist schlecht für meine Frau, dass wir 5:1 verloren haben. Sehen Sie, unter Licht geht auch schon aus. Grüße, das soll ja ein schönes Wochenende werden. Naja, wir werden gemeinsam nach vorne schauen, weiter Gas geben und jetzt geht's nach Viktoria Köln. Da sind wir ja der Favorit nach letztem Jahr im Pokal. Und dann werden wir sehen, wie wir weiter daraus kommen. Danke. Danke für die erste Einschätzung. Strom haben wir zum Glück ja noch. Gibt es noch seitens der Damen und Herren der Medien noch Fragen, bitte? Also, ich habe es noch nie erlebt, bin ich ganz ehrlich. Ich selber war ja ein sehr fairer Spieler, habe sowieso nicht erlebt früher, dass man schnell gelbe oder rote Karten bekommen hat. Nein, habe es noch nie erlebt, das ist auch für mich Neuland. Aber hier im Bergschlappach habe ich mehrere Premieren. Ich bin in der Regionalliga aufgestiegen mit der Mannschaft, also muss ich auch meine erste gute rote Karte erleben. 5:1 habe ich auch noch nie verloren, Uwe, danke. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich sehe das alles jetzt im Moment mit Humor, aber glauben Sie mal, in mir selber sieht es so aus. Können Sie gar nicht fassen, seien Sie froh, dass das Zelt noch steht. Ganz ehrlich. Uwe, dir habe ich ganz vergessen, natürlich weiterhin alles Gute. Ich denke, wenn ihr weiter so Fußball spielt, wie ihr es heute hier teilweise gezeigt habt und auch in den Spielen, wo ich euch gesehen habe, wird es ein heißer Kampf da oben an der Spitze mit Viktoria Köln und eine Kölner Mannschaft wird sicherlich an dieser Aufstiegsrunde teilnehmen und möglicherweise auch nach oben gehen. Gut, ja, vielen Dank. Wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann habe ich für Sie noch die Endergebnisse. Zunächst das Spiel.